Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, damit ein herzliches Willkommen zurück nach einer langen Pause. Zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen weiter. Würde ich sagen, mal so spontan. Das brauche ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich was anderes gucken. Ich meine mich zu erinnern, dass wir... Na, nicht jetzt. Warte, ich habe noch was anderes zu tun. Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Okay. Entschuldigung. So, wir gucken mal gerade. Das müssen wir noch machen. Also machen wir jetzt mal was anderes und dann machen wir das mit dem Flussglas. Gut, dann quatschen wir erstmal mit Deke. So. Mit dem Webstuhl. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Topps sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Topps Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort mit Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Topps sehen. Okay. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Topps für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. So, Hauselfenkummer ist die Mission. Wir müssen... Warte mal. Haben wir doch immer eine... Weltkarte würde ich gerne mal. So, da müssen wir hin. Ist irgendwo was in der Nähe, wo ich mal kurz hinreisen kann. Ja, hier oben wäre was. Ja, dann reisen wir dahin. Und dann kann man ja mal noch einen Besen nehmen. Ja, die Folgen werden heute versuchen. Ich versuche heute die Folgen etwas kurzer zu halten. Liegt einfach daran, dass ich ein bisschen vorproduzieren möchte. Gerade im Weg auf meinen Urlaub. So, ich möchte kurz noch einen anderen Punkt anfliegen. Und zwar den hier. Und den daneben. Den wollte ich anfliegen. Den möchte ich anfliegen. Okay, warte mal. Das ist in die eine Richtung. Eigentlich hätte ich sie alle gerne anfliegen sollen. Da oben auch noch mal zwei. Ja? Dann habe ich, glaube ich, hier oben alles, oder? Habe ich dann eigentlich alle Punkte? Ja, ne? Wisst ihr was, wir machen das einfach kurz. Wir fliegen einmal kurz die Punkte durch. Das geht ja schnell. Ach, Alter. Ist Lügen und Betrügen kein Geist mitgeleitet?
Wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mit dem Besen reisen können, dann nutzen wir das mal kurz aus und machen eben die Punkte, die Reisepunkte. Ich würde sagen, ich glaube, wir können sogar sagen, dass wir die Folge, die wir alle machen. Wie gesagt, ich muss mir sowas vorproduzieren an Material. Deswegen, dass hier während ich jetzt im Urlaub bin, ab morgen quasi dann, ein bisschen Material habt. Hier ist ein weiterer Punkt. Moin! Aber jetzt nicht mehr. So, dann haben wir den hier noch. Und da müsste ich ja oben eigentlich alles haben, oder? Oder habe ich jetzt noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht, ne? Weil die Reisepunkte sind hier unten alle. Vielleicht kriegen wir. Dann haben wir hier noch ein paar. Ja, ich glaube, ich befürchte, dass wir einfach sagen, wir machen jetzt einfach heute mal ein bisschen Reisepunkte. Bevor wir zu die gehen. Oder zu Tops heißt er. Aber nicht jetzt. Konzentrier dich. Diesmal darf ich niemanden vorbeilassen. So. Ah, was ist denn? Ich bin zwar wilder. Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, jawohl. Wieder mal auf Abenteuertour? Natürlich. Guck mal, Florfliegen. Kann man vielleicht immer mal gebrauchen. So, dann haben wir sie, glaube ich, im Norden. Nee, hier fehlt noch einer. Dann haben wir sie im Norden quasi einmal abgeflogen. Wenn nach der fehlt, wie gesagt, danach. Der ist nämlich hier unten irgendwo. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir hier oben alles. Dann geht es weiter. Hier haben wir auch alles. Dann geht es weiter. Hierhin immer noch. Dann machen wir das doch glatt. Dann gehen wir mal darüber. Dann machen wir heute tatsächlich nur ein bisschen Flohfeuer. Also wie gesagt, ich bin im Urlaub demnächst. Knapp eine Woche. Mal wieder die Family besuchen. Und deswegen ist es halt so, dass ich genauso wie bei Assassin's Creed oder bei FIFA oder auch bei Need for Speed halt kurze Folgen gemacht habe. Es geht hoffentlich irgendwann mal bald los, wenn ich dann wieder da bin. Wobei im August steht ja schon der nächste Urlaub wieder an, aber bis dahin haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Material zur Verfügung. Da geht es ja dann mal für 5 Tage, 6 Tage in die Schweiz. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das sind jetzt noch 6 Wochen knapp. So. Dann haben wir das auch. Umso mehr Punkte wir haben, da unten haben wir alles, da unten haben wir alles. Da fehlt noch jetzt 2. Die Unterschenkel.
Gut, hier sind wir direkt dran gewesen. Hier war ein weiterer. Lass mich raten, der Punkt ist drin. Und tschüss. Hamid war bestimmt schon mal hier. Das ist ein Altar. Da wäre noch ein Punkt. Und dann haben wir hier unten noch ein paar. Also ein bisschen was, ja. Dann haben wir hier unten 4 Stück auf einmal. 5. Oh ja, hier unten sind noch mehr, ne? Ach Gott. Das sind doch ganz, ganz viele. Also so viele, weiß ich nicht, ob ich die jetzt alle schaffe. Gucken halt. Na, schauen wir mal. So, da unten ist der nächste. Die Frage ist, ob ich bestimmte Punkte fliegen darf oder anfliegen darf. Da komm. So, dann haben wir das auch. Gut, dann geht's hier weiter. Ist die Seeluft nicht erfrischend? Ich hab's mir schon fast gedacht, dass ich bestimmte Punkte noch gar nicht heranfliegen darf. Dann machen wir erstmal die, die ich schon hab. Eigentlich würde ich ungern alle schon zu Fuß mit erkunden. Sie werden euren Dell lieb. So. Nächstes hier. Ich glaube, dann haben wir nach oben hinweg haben wir noch 2, 3, ne? Ja, 3 sind es noch. Nächste weiter. Weil dann können wir nämlich einmal kurz in einem Rutsch durchreisen. Dann machen wir das mit Dieke in der nächsten Folge. Klar, das gehört dazu, ne? Das muss man halt irgendwann mal machen. Dann haben wir zumindest mal die ganzen Reisepunkte. So, der ist hier drin. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich den Eingang finde. Hier. Im Zweifel. Ich frage nur ungern, aber. Nicht jetzt. So. Lass mich raten. Na gut, vielleicht kriegen wir den angereist und dann können wir so Step by Step die rein arbeiten. Hier haben wir noch 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, oder? 14, 15. 16, 17, 18, 19. Na gut, okay. Hier unten sind 19. Ich probiere den hier mal. Vielleicht haben wir ein bisschen Dusel, dass wir da rein dürfen. Wenn wir Pech haben, stehen wir nämlich genau auf der Kante, dass wir nicht eben das dürfen.
Ich will auch eigentlich gerne die Feinde mal ein bisschen außer Acht lassen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. So. Ja gut, vielleicht können wir uns ein bisschen reinarbeiten hier, ne? Nehmen wir den mit. Wie gesagt, die Feinde sind gerade ein bisschen angriffslustig. Cool. Ich muss jetzt gerade mal Punkte finden, wo ich mal vernünftig landen kann. Ja, super. Okay, dann hat sich das zumindest erstmal erledigt. Ob wir da. Kommen wir da noch nicht rein in das Gebiet. So, dann machen wir aber erstmal weiter. Dann nehme ich das hier oben mit, das Ding noch. Und dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Nee, nicht ganz. Dann haben wir aber den noch und dann haben wir fast alle oben. Jetzt haben wir, dann fehlt nämlich nur noch der eine. Dann machen wir auch mal das hier. Leider dürfen wir nicht darüber. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg, klar. Was ich immer so krass finde, dass unser Verhalten keine Konsequenzen hat. Also dass hier, wir sind mitten in der Nacht, wir sind einfach raus aus dem Schloss. Normalerweise dürfen wir das ja nicht. So. So. Und dann fehlt es relativ schon noch dieser hier. Und dann dürften wir zumindest was. Die offene Karte betrifft alle haben. Wenn wir da reinkommen, das ist die große Frage. Nicht, dass da wieder eine Wand ist, wo wir nicht durch können. Scheint aber nicht zu sein. Stopp. Sei stark, Alexandra. So, dann haben wir zumindest, was das jetzt betrifft, was wir jetzt dürfen und was wir können, alles aufgedeckt zu haben. Das heißt, wir können jetzt Step by Step durch die Gegend reisen. Wie gesagt, das hier können wir noch nicht machen. Aber den Rest haben wir, oder? Ah, sieht so aus. Nur Hogwarts halt
fehlt uns noch komplett. Wahrscheinlich noch einiges. Gut. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hin will. Da oben. Weil es ja jetzt nicht mehr so weit ist. Das heißt, wir können darüber reisen. Das war jetzt der Gedanke dahinter. Und dann bin ich für heute schon wieder raus. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um Tops.